Alkohol findet man eigentlich überall. Am liebsten trinke ich Alkohol unter Kollegen, so private Feten oder Amateurappelle oder nach Fußball oft einmal ein Bier nach dem Spiel. Halt kann man sich schon gönnen. Du hast wirklich nicht mehr die Hemmung, andere Leute anzusprechen. Du denkst schon immer, was wird denn der sich jetzt denken? Was denkt denn der sich? Du tust es einfach. Im Grunde, jeder feiert das Wochenende. Jeder hat das getan. Und das, also man denkt da nicht, dass da irgendeine Gefahr dahinter sein könnte. Alkohol ist in unserer Fest- und Feierkultur tief verankert. Ob mit Freunden im Club, das Bier zum Feierabend oder ein Glas Wein am Esstisch. Dabei passiert es nicht allzu selten, dass wir einen über den Durst trinken. Laut Statistik trinkt in Südtirol fast jeder zweite Jugendliche mindestens einmal pro Woche. Ich frage mich, warum greifen wir überhaupt zum Alkohol? Wonach suchen wir im Rausch? Weil ich betrunken bin, bin ich eigentlich ganz ein anderer Mensch. Weil sonst bin ich eigentlich richtig schüchtern und mit Alkohol rede ich mit jeder Person, der was bei mir viel geht. Und ja, oft einmal viel mal gezahlt, ja, was man eigentlich so nicht dienen soll, aber halt so jetzt mal nicht. Und ja, eigentlich verändert Alkohol mich schon ziemlich stark. In den Zeitraum von dem Rausch vergisst du einfach all deine Probleme. Also du denkst nicht mehr, ja, morgen habe ich das und die haben eigentlich nur das zu tun und das müsste ich noch machen oder das ist ein Problem. Du siehst immer die guten Sachen. Die Gründe, warum Jugendliche Alkohol trinken, sind vielfältig. Oftmals ist es Neugier, das Austesten von Grenzen bis hin zum Wunsch nach Stressabbau. Vor allem das Verlangen, dazuzugehören, spielt eine wichtige Rolle. Ja, bei mir war es so, dass wir so eine Schools-Out-Feier gehabt haben. Und logisch, Sam, trinkt nicht alle Alkohol, dann willst du es halt logisch auch trinken, weil es halt, sag ich mal, nicht so fein ist, wenn halt alle um die betrunken sein, halt voll offen sein und die ganzen Hemmungen verlieren und halt die Geister Hetze haben und du stärkst dann halt daneben und logisch fühlst dich ein bisschen unwohl. In der Gesellschaft entsteht manchmal der Eindruck, dass Jugendliche im Umgang mit Alkohol übertreiben und Grenzen überschreiten. Dabei sinkt die Zahl der Risikotrinker in Südtirol laut Statistik. Felix Daschler betreibt eine der größten Diskotheken des Landes. Auch er stellt einen Wandel fest. Alkohol ist nicht mehr so im Vordergrund wie vor 10, 15 Jahren. Das spiegelt sich ja dadurch wieder, dass wir müssen selten eigentlich die Ambulanz rufen, weil Jugendliche zu stark ungetrunken sind. Das hat sich sehr verändert. Speziell bei den School-Out-Party-Segments. Wir haben zum Beispiel beim School Out 2023 nicht einmal die Ambulanz rufen müssen. Ich kann mich erinnern, schlimmsten war es so um 2016, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir in einem Abend 20 Mal gemessen, um die Ambulanz rufen. Und gerade das rauschhafte Trinken bei jungen Menschen geht massiv nach unten. Das heißt, es gibt schon ein Bewusstsein und eine Kultur. Mittlerweile scheint es so, dass es zum Beispiel Komasaufen, wenn wir sagen in die 10er Jahre oder in die 0er Jahre, war es ein Riesenhype, ein Riesenthema. Ein Jugendlicher unter 18 Jahren darf laut Gesetz kein Alkohol verkauft oder ausgegeben werden. Der Konsum ist jedoch nicht verboten. Immerhin gibt laut Forum Prävention mehr als die Hälfte der 15-Jährigen an, in den letzten 30 Tagen getrunken zu haben. Wie gelangen sie, trotz Jugendschutz, zu diesem Rauschmittel? Von mir sagen, ist es unglaublich einfach, an Alkohol zu kommen, wenn man minderjährig ist. Im Supermarkt kontrollieren sie schon fleißig auf jeden Fall. Aber du kannst dann halt auch einfach einen Kollegen vorschicken, der schon 18 ist und der kauft dann für dich und du trinkst. Wenn jemand trinken möchte, dann kann er das um wenig Geld haben und dann kann er das relativ einfach und schnell sich organisieren. Vor allem innerhalb der Peer Group, aber auch in öffentlichen Einrichtungen, wie es Gastbetriebe sind, ist es leider nicht ganz zu schwer, an Alkohol heranzukommen. Ein 13-jähriges Mädel hat mir gesagt, sie geht in die Bar, bestellt sich ein Bier und kriegt das ohne Problem. Ich habe sie dann gefragt, ob das ihre Mama weiß. Ja. Die Mama sagt, sie darf ein Bier trinken. Dann habe ich gesagt, und? Folgst du der Mama? Nein. Die leichte Verfügbarkeit von Alkohol stellt einen Risikofaktor fürs Rauschtrinken dar.
Das kann auch Ruth Niederkofler bestätigen. Mit 13 trank sie zum ersten Mal, um mutiger und geselliger zu werden. Ihren Problemen konnte sie durch Alkohol entfliehen, bis sie schließlich nicht mehr ohne auskam. Also ich war eine typische Rauschtrinkerin. Also das war, jedes Ziel war jedes Mal der Rausch. Und ich will nicht sagen, dass ich da am Schluss umgefallen bin, aber der Filmriss war da. Und wenn man mir dann am nächsten Tag so erzählt hat, was ich so aufgeführt habe oder wie ich mich benommen habe, das war dann schon peinlich. Heute hat sie ihn gefunden, den Weg aus dem Suchttunnel. Seit fast 20 Jahren hat sie keinen Alkohol mehr angerührt. Doch dass ihr Trinkverhalten problematisch war, verstand sie lange Zeit nicht. Wenn man sich das bewusst wird, ist es eigentlich schon zu spät. Da ist man schon richtig drin. Und da fängt die eben an, das hängt auch ein bisschen von der Gesellschaft ab, weil das wird so lang, oder das wird toleriert, dass überall getrunken wird, zu jeder Gelegenheit Alkohol konsumiert wird. Ja, man merkt eigentlich, ich glaube nicht, dass man selber merkt, dass man da drin rutscht. Die Grenze zwischen Genuss und Sucht ist fließend. Wer Alkohol trinkt, um Probleme, Stress oder Angst zu lindern, läuft Gefahr, sich daran zu gewöhnen. Ich möchte wissen, wieso werden Menschen abhängig, obwohl sie die Risiken kennen? Ich glaube, dass junge Menschen Bescheid wissen über das Risiko, aber dass sie sich bisweilen halt auch verschätzen und merken erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie im Schlamassel drinnen sind und irgendwie die Erfahrung machen, ups, ohne diesen Konsum komme ich nicht mehr zurecht, da überfluten mich meine Gefühle, da überfluten mich die Situationen, dass sie dann eigentlich zu spät merken, ich konsumiere zu viel Alkohol, mein Körper und meine Psyche haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Ein bewusster Umgang mit Alkohol kann davor schützen, in eine Sucht abzurutschen. Cool sein, auch ganz ohne Alkohol. Immer mehr Jugendliche finden Gefallen daran. Ich lerne Matthias kennen, der keinen Alkohol braucht, um Spaß zu haben. Und logisch erlebst du halt, dass sie die ganze Zeit fragen, auch heute noch, wie, du trinkst nicht, wieso nicht, und Kim, probiere mal und bla bla bla, aber halt hat mich jetzt eigentlich nie gestört, als ich nie den Gruppenzwang gefühlt, was glaube ich die meisten halt fühlen. Mir jeden Fall vier, es ist halt einfach die Gesellschaftsdroge, so Moralapostel, wie es klingt, die einfach von allen akzeptiert wird. Deswegen kommt man also einfach zu Alkohol. Aber wer sagt jetzt, dass vielleicht Weed so schlechter ist, ist halt verboten. Und deswegen meinen die Leute, es ist schlimmer, aber Alkohol ist ja eigentlich, immer wenn man die ganzen Probleme auf der anschaut, eigentlich oft sogar schlimmer deswegen. Genussmittel oder Teufelszeug? Wann ist eine Droge gefährlich? Erst dann, wenn sie illegal ist? Wie ich allem sage, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist nicht das Problem des Einzelnen oder der einzelnen Familien, sondern es muss ein Umdenken in der Gesellschaft geben. Gell? Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, keinen Alkohol, weil alles, was verboten ist, ist erst richtig interessant. Aber wir müssen einfach lernen, die Gesellschaft muss lernen, damit umzugehen. Auf meiner filmischen Reise habe ich erfahren, dass bewussteres Trinken für viele Menschen bereits ein Thema ist. Trotzdem unterschätzen vor allem Jugendliche nach wie vor die Gefahren des Alkohols. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie von klein auf miterlebt haben, dass es in vielen Situationen selbstverständlich ist, zu trinken. Am idealsten wäre es natürlich, wenn Alkohol die Attraktivität in unserer Gesellschaft verlieren würde. Wenn das zurückgehen könnte und wenn die Alltäglichkeit, in der wir dem Alkohol begegnen, irgendwie anders werden würde, dann würde Alkohol nicht mehr diese große Rolle als Volksdroge, das hier ist, spielen. Trinken, bewusst trinken oder gar nicht trinken? Es geht nicht darum, den Alkohol zu verteufeln. Kritisch wird es erst, wenn Alkoholkonsum in der Gesellschaft nicht mehr hinterfragt wird, sondern ganz selbstverständlich zum Leben dazugehört.